Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Staatsminister Heuer, ich möchte Ihnen ganz persönlich recht herzlich danken für diese Rede, für diese Offenheit, die die Verbundenheit zum ungarischen Volk auf der einen Seite, aber auch die möglichen Kritikpunkte deutlich angesprochen hat. Ich frage mich, wie Herr Hohlmeier zu einer völlig anderen Einschätzung kommt. Sie gehören doch, glaube ich, dieser Regierungskoalition an. Ich habe festgestellt, dass nach Ihrer Rede die FDP regungslos dasaß. Und möchte auch Herrn Wadefuhl noch einmal ansprechen. Sie haben aus meiner Sicht das behandelt, als ob es um so etwas ging wie um einen Verwaltungsakt. Und man sollte diesen Verwaltungsakt doch erst einmal abwarten. Wenn Sie die Rede des Staatsministers gehört haben, hoffe ich, dass Sie zu einer anderen Entscheidung kommen. Sondern dass es um den Kern der europäischen Grundrechte geht. Dieses Wort hat der Staatsminister gebraucht und ich nehme das gerne auf. Es ist eine politische Aufgabe, sich über so etwas zu unterhalten, und dazu sind wir hier. Wir sind hier kein Verwaltungsgericht, sondern ich denke, es ist Politik, die wir hier machen müssen. Und ich möchte auf einige Punkte noch hinweisen. Ich war zusammen mit Axel Schäfer am 5. Januar in Budapest. Wir haben uns dort getroffen mit zwei Chefredakteuren von zwei Zeitungen und haben uns mit übrigen noch unterhalten, auch mit dem stellvertretenden Staatssekretär Pröhle, und möchte einfach mal so meine Eindrücke auch aus diesem Bereich berichten. Die Partei Fidesz hat bei 52% der abgegebenen Stimmen eine Zweidrittelmehrheit. Wir hören immer nur von einer Zweidrittelmehrheit der Partei. Sie hat inzwischen nicht nur regiert, damit nicht nur stellt nicht nur die Regierung, das Parlament, sondern auch sämtliche Verfassungsorgane und nahezu alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens. Im Moment noch eine Ausnahme, das ist die Zentralbank. In der Ministerialbürokratie sind sämtliche Leitungsposten bis zur Ebene der Referatsleiter neu besetzt. Die bisherigen Amtsinhaber wurden entlassen. Ohne Angabe von Gründen kann das Personal in der öffentlichen Verwaltung entlassen werden mit Frist von 2 Monaten. Wenn wir von Beamten reden bei uns, dann wissen wir, was das bedeutet. Trotz Neubesetzung durch zwei Fidesz-treue Richter wies das Verfassungsgericht eine rückwirkende 98-prozentige Sondersteuer auf Abfindungen im öffentlichen Sektor einstimmig zurück. Was machte Orbán und seine Regierung? Sie brachte das Gesetz mit kleinen Änderungen erneut ein und entzog gleichzeitig dem Verfassungsgericht de facto die Normkontrolle für den Fiskalbereich. Vor diesem Hintergrund kann ich nur warnen, darauf zu vertrauen, dass es im Medienbereich schon nicht so schlimm kommen werde, wie die Kritiker befürchten. Das Mediengesetz und die Medienverfassung sind ein weiterer Schritt aus meiner Sicht, um alleine die Partei in den Vordergrund zu stellen. Es wurde erwähnt, für 9 Jahre führt nun eine Fidesz-Repräsentantin den Vorsitz im neu geschaffenen Medienrat, wobei es nicht nur um die Kontrolle des Wettbewerbs, sondern um die Medieninhalte geht. Durch regierungstreues Personal wird das Ganze dann kontrolliert und sanktioniert. Gesellschaftliche Gruppierungen, Sie sprachen das auch an, sind nicht vertreten. Es geht dabei um die erklärten Ziele, nationale Werte zu vermitteln und die kulturelle Identität der Ungarn zu stärken. Und es sind die unbestimmten Rechtsbegriffe, deren Auslegung bei der Medienbehörde und deren Medienpolizei liegen, die die Presse und die Medienfreiheit beeinträchtigen. Aus einem Gespräch im Deutschlandradio gestern Morgen berichtete Hans-Gerd Pöttering, dass Orbán in der Fraktion der Christdemokraten eingestanden habe, dass er das Mediengesetz schon früher hätte einbringen müssen, aber mit Rücksichtnahme auf die Opposition, die es erst im Dezember erfolgt sei. Das stimmt nicht mit dem überein, was wir in Ungarn erfahren haben. Dieses Gesetz wurde nicht durch Orbán eingebracht, nicht durch die Regierung, sondern durch einen einzelnen Abgeordneten. Üblich ist dieses Verfahren durch einen einzelnen Abgeordneten, wenn es um kleine Änderungen einzelner Paragraphen in einem Gesetzeswerk geht.
das nur von regionaler Bedeutung ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer von uns wäre in der Lage, so ein Gesetz zu schreiben und einzubringen, wie es mit diesem Mediengesetz vorliegt? Es sind 120 Seiten im Original, in der Übersetzung fast 200 Seiten. Charme bringt diese Einbringung durch einen einzelnen Abgeordneten aus der Sicht der Regierung und von Orbán deshalb, weil es verkürzte Fristen gibt und nicht, weil man der Opposition entgegenkommen wollte, wie Orbán gestern suggeriert hat. Über das Mediengesetz fand praktisch keine öffentliche Diskussion statt. Die Diskussion im Parlament wurde auf ein Minimum beschränkt. Von 220 Änderungsanträgen wurden nur 22 zur Abstimmung gestellt. Zwischen der Einbringung des Entwurfs und der Verabschiedung ist nur ein knapper Monat vergangen. Und am 3. oder 4. Januar legte die Regierung eine erste englische Übersetzung vor. Dummerweise fehlten entscheidende Passagen, wo es gerade um einschneidende Sanktionierungen ging. Deshalb bestand nun Barroso darauf, die Übersetzung in der EU-Kommission machen zu lassen. Vertrauen, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Liebe Herr Kolleginnen Kollege, Sie Kollegen, kommen zum Ende, bitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die ungarische Medienverfassung atmet nicht den Geist der europäischen Verfassung und von Demokratie und Rechtsstaat. Die Spitzen der EU haben versäumt, frühzeitig auf die Probleme hinzuweisen. Die Zurückhaltung war keine vornehme Zurückhaltung, sondern aus meiner Sicht eine politische Herr Dummheit. Kollege? Dass es zu dieser Konfrontation im Europäischen Parlament gekommen ist, dafür tragen die konservativen Regierungschefs, trägt auch die Bundeskanzlerin Herr Merkel Kollege? Verantwortung. Das alles war anders, alles andere als eine Glanzleistung. Wer meint, man könnte sowas aussitzen, muss nachsitzen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.